Wir befinden uns in Hamburg auf der Mietfläche der Union Investment am Valentinsgang 70 auf 7 Bürogeschossen, insgesamt etwa 11.000 Quadratmeter. Union Investment ist schon seit 15 Jahren dabei, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu verfolgen. Unser Ziel ist, dass unseren Gebäudebestand, der hauptsächlich aus Gewerbeimmobilien besteht, bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Grundsätzlich achten wir in diesem Projekt darauf, wie man Material, was wir im Bestand wieder zurückbauen, in den Kreislauf zurückführen kann. Und bei den Böden insbesondere gucken wir bei dem Punkt Nachhaltigkeit auf die Möglichkeit nach einer Drittverwendung. Und da hat uns in dem Rahmen Interface mit dem Re-Entry-Programm überzeugt. Nachhaltigkeit ist ein entscheidender Bestandteil des Unternehmens, es gehört zur DNA. Und die Langlebigkeit der Produkte und die Kreislaufwirtschaft spielen in dem Bereich eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund hat Interface das Re-Entry-Programm entwickelt. Also Re-Entry heißt, die Materialien in den Kreislauf entsprechend zurückzuführen. Die erste Wahl ist natürlich die Wiederverwendung. Mit unserem Reuse-Programm bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, gebrauchte Teppichfliesen zurückzunehmen. Wir von Interface sind davon überzeugt, dass die Lebenszyklusverlängerung der nachhaltigste Weg ist. Ja, der Kunde beauftragt seinen Verleger, den alten Bodenbelag aufzunehmen, das alte Material zu stapeln auf den bereitgestellten Verpackungsmöglichkeiten und Transportmöglichkeiten und stellt uns das Ganze transportsicher zur Verfügung. Wir arrangieren die Abholung mit unseren Partnern, stellen das Material regional unseren Partnern dann zur Verfügung. Dort wird es aufbereitet und wird dann in sozialen Projekten eingesetzt. Die Fliesen, die jetzt von Firma Interface an uns geliefert werden oder die wir abholen, werden als erstes natürlich gesichtet, dann werden sie Gebrauchsfähigkeit sortiert. Die Einsatzmöglichkeiten für diese wiederverwendbaren Teppichfliesen sind sehr hoch. Vom kleinen Haushalt bis über Großraumbüros oder Vereinsstrukturen in Hallen. Ja, schön ist es natürlich für uns, wenn wir erfahren, dass diese Teppichfliesen in besonderen Räumen ausgelegt werden. Wir hatten jetzt eine Pfadfindereinrichtung und dann sieht man, wie toll das eingerichtet wird für Kinder. Und das ist immer was Besonderes. Wir holen nicht nur die Altbelege bei unseren Kunden ab für sein Engagement, dass er an Reuse oder Re-Entry teilnimmt, erstellen wir ihm auch für seine Kommunikation intern oder extern eine Urkunde. Also es ist ja bekannt, dass die Bauwirtschaft für ungefähr 40% aller Emissionen und Energieverbräuche verantwortlich ist. Und ein sehr, sehr großes Thema ist eben auch die Abfallwirtschaft, die mit der Bauwirtschaft zusammenhängt. Die Dekarbonisierung des Gebäudesektors ist eine große Herausforderung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine große Chance, entsprechend die Dekarbonisierung auch voranzutreiben. Und die Materialkreisläufe, die geschlossenen Materialkreisläufe spielen da eine entscheidende Rolle. Und das Re-Entry-Programm ist eine Lösung dazu und wir laden alle ein, sich entsprechend diesem Programm anzuschließen.